Jahr. Zufriedene Zuschauer in einem Stadion mit typischer Fußballatmosphäre. Hautnah am Geschehen. 15.000 ausverkauft. Die Gegenseite, Bilder, die man nicht gern sieht. Die Fans aus Kaiserslautern sollten sich austoben, aber nicht auf diese Weise. Dazu gab es doch sicher zu viele tragische Ereignisse. Manche lernen es eben nie. Dieser junge Mann aus Waldhof, Thomas Frank, wurde heute 19 Jahre. Er kommt aus der eigenen Jugend, frech spielt er und noch ein bisschen mehr, wie wir sehen werden. Waldhofs Umzug in das vollgepackte eigene Stadion hat sich gelohnt. Stimulanz wird groß geschrieben und beflügelt die Mannschaft. Der hervorragende Buric hat hier die erste Möglichkeit, aber der Gästetorwart Zeher sah dann nicht allzu gut aus. Kaiserslautern mühte sich, der Offensive der Gastgeber schnelle Konterangriffe entgegenzusetzen, kam aus der Abwehr auch einige Male mit nach vorn, aber alles wirkte schon in der Anfangsphase sehr bedächtig. Roos hier und dann steht Hottic, Neuzugang aus Stuttgart, schon hinter der Torauslinie. Aber Waldhof dank Trainer Günther Seber, den wir eben sahen, eine kämpfende und auch spielende Mannschaft. Sie wirkte einfach variantenreicher, spielte schneller. Nach 16 Minuten Uwe Freiler, der Torjäger, 9 Treffer hatte bisher erzielt, könnte nach rechts spielen. Zu seinem Mitspieler, macht es allein, nimmt das Risiko voll in Kauf und macht seinen 10. Treffer, das 1:0. Nach 16 Minuten für den SV Waldhof. Noch einmal in der Zeitlupe zu sehen. Uwe Freiler, er pokert ja um einen besseren Vertrag hier an gleicher Stelle. Und so ein Tor tut ihm natürlich gut, wenn es in den vergangenen Wochen immer wieder hieß, dieser Mann, Uwe Freiler, ist immer in einem Spiel ein Tor wert. Also 1:0 für Waldhof. Und es ging weiter, nur 4 Minuten später. Waldhof griff pausenlos an, so muss man es schon sagen, Kaiserslautern in der Abwehr mit großen, großen Schwächen. Thomas Frank und macht sich selbst sein schönstes Geburtstagsgeschenk. Knallhart abgebrüht. Noch einmal in der Zeitlupe zu sehen, wie der junge Mann Maß nimmt. Steht er im Olympiaaufgebot für 92 und da gab es für Seher nichts zu halten. Wo blieb der Kampfgeist der Roten Teufel? Wo blieben die Krallen? Nur 2 Chancen in der ersten Hälfte. Hier noch die beste, der 5. Freistoß, Torjäger Stefan Kunz. Er war noch verletzt, das merkte man natürlich. Zimmermann im Nachpassen. Auch wenn es hart klingt, es war in der ersten Hälfte fast ein Klassenunterschied, der beide Mannschaften trennte. Sehen Sie den Beweis, vor allem spielerisch. Buric, dann Seher hat große Mühe. Das geschah einige Male, wenn die Bälle in den Strafraum hineinflogen. Seher dann nicht ganz souverän. Dann Eckstoß von Schindler, das können Sie nicht sehen. Und dann Jochen Müller, hier aus dem Hintergrund, zieht voll ab ins Tor zum 3:0. Hören Sie die Begeisterung. 15.000 und 3:0. Die Wiederholung. Jochen Müller, sonst ein unauffälliger Mann, zieht hier ab, auch er mit vollem Risiko. Woher nimmt Waldhof dieses Selbstvertrauen? Waldhof spielte so druckvoll in diesen ersten 45 Minuten, dass den Gästen wirklich Angst und Bange wurde. Und sie brauchen ja dringend auch die Punkte. Noch mehr als Waldhof, sie brauchen die Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Svetkovic. Sie sehen, die Gäste konnten es sich kaum erlauben, einmal ihre Abwehrspieler mit nach vorn zu ziehen wie Waldhof. Und dann ist Thomas Frank wieder da und macht sogar sein 2. Tor. Damit stand es 4:0. Und wieder wirklich ein 19-Jähriger macht Tore wie ein Abgebrühter. Vorarbeit von Svetkovic sieht ihn, den jungen Mann, stehen hier rechts, völlig ungedeckt. Man kennt ihn ja auch kaum in der Bundesliga. Und sein 2. Tor. Eine gute erste Halbzeit, eine überragende, aus der Sicht von Waldhof enttäuschend nach wie vor Kaiserslautern. Und dann eine Möglichkeit noch für Peter Lux, der für den schwerverletzten Deiss, den Spielmacher und Torjäger, in die Begegnung kam. Und dann Halbzeit. Frage, würde es weitergehen mit Waldhof? Was war nur los mit dem ersten FC Kaiserslautern? Dann die zweiten 45 Minuten, aber es schien sich nichts zu ändern. Waldhof stürmte weiter und schoss auch, wie hier Güttler. Klarer Sieger gegen Lapadia. Immer wieder gingen die Abwehrspieler mit nach vorn bei Waldhof. Das bewies die eindeutige Überlegenheit, auch jetzt in der zweiten Hälfte. Wenige Entlastungsangriffe beim ersten FC Kaiserslautern. Hier noch eine der ganz wenigen Möglichkeiten. Stefan Kunz. Bei Dick Isser, der heute zum 200. Mal in der Bundesliga spielte, auch in allerbesten Händen. Und den könnte man nennen Zuschauer des Tages. Er hatte, das Stadion war ja ausverkauft, aus der Not eine Tugend gemacht, Weitblick aber zum Nulltarif.
Und dann flachte die Begegnung ab. Waldhof wollte wohl nicht mehr. Kaiserslautern konnte einfach nicht mehr. Göttler. Und See hatte große Mühe in der zweiten Hälfte, sich vom Schrecken der Ereignisse der ersten Hälfte zu erholen. Obwohl das Gesamturteil über Kaiserslautern fatal ausfallen muss, das gaben selbst die Anhänger aus den eigenen Reihen zu, Thomas Duli hätte fast hier noch den einzigen Treffer des Tages für Kaiserslautern erzielt. Und dann, nach diesem Schuss mit Pech in der Zeitlupe, schon der Schlusspfiff, auch das gehört in Waldhof schon längst zum guten Ton. Ein Dankeschön ans Publikum und unser Geburtstagsjunge im abschließenden Interview ebenfalls selbstsicher. Mal herzlichen Glückwunsch zum 19. Geburtstag. Ein so junger Mann macht Furore hier auf dem Waldhof. Woher nehmen Sie diese Kaltschnäuzigkeit, die Kaltblütigkeit und auch noch zwei Tore heute zu schießen? Ich meine, ich habe heute Geburtstag und da habe ich mir halt was vorgenommen, weil ich noch kein Bundesliga-Tor geschossen habe in der ganzen Runde. Ich habe mir halt mal gedacht, heute ist es dran, heute muss ich mal ein Tor schießen. Und dass halt gleich zwei waren, habe ich mal auch nicht träumen lassen. Thomas Frank, wollen Sie es all denen nachtun, die ja aus der Jugend von Waldhof stammen, die Karriere gemacht haben? Ich denke an Gaudino, ich denke an Fritz Walter, auch an Uwe Rahn. Hat das ein bisschen Ansporn gegeben für Sie? Klar, das hat mir Ansporn gegeben. Ich möchte auch mal irgendwann ganz groß sein. Und das halt, dass ich auf dem besten Weg dorthin bin. Ich glaube schon. Er brauchte offensichtlich eine Schnaufpause, verständlich. Noch lange nach Spielende Jubel in Waldhof und mancher nahm heute zum ersten Mal ein Wort in den Mund, das es bisher, seit Waldhof in der Bundesliga spielt, wohl noch kaum gegeben hat. UEFA Cup.